Ja, hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute gibt es wieder World of Tanks ein bisschen. Ja, mal schauen. Beziehungsweise das heißt mal schauen. Ich weiß sogar schon, was ich mache. Und zwar Ranked Battles. Und ich finde eine Sache finde ich ganz interessant. Das ist ja ein Test auch von Wargaming. Achtet mal hier unten drauf. Also hier unter S-Conquer. Also auf Super Conquer. Da steht ja nichts. Wenn ich jetzt hier auf Ranked gehe, könnt ihr übrigens hier oben machen, wie ihr es gerade gesehen habt. Dann steht hier schwerer Mehrzweckpanzer. Ja, die Tanks haben verschiedene Rollen. Das ist ganz cool. Das hatten sie ja schon mal vor ein paar Updates tatsächlich eingeführt. Und ja, egal, trotzdem, ich fürchte, das fand ich ganz nice, dass es im Ranked halt drin ist. Ja, die Ranked Seasons, hier steht es ja auch, Test wird Modus 10 gegen 10 ausgetragen. Und ihr kennt das, man muss eine Qualifikation erstmal spielen. Und ja, 10 habe ich schon. Ja, und 70% habe ich einen Streifen bekommen. 6 Streifen habe ich insgesamt erhalten. Also ganz cool. Und ja. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt direkt rein. Oh, ich bin ein Trottel. Ja, wir gehen in einer Stunde erst rein. Egal. Bis in einer Stunde dann, würde ich mal sagen. Und dann seht ihr mich auch schon in den Ranked Battles. Also, bis zur Runde. Viel Spaß mit dem Video. Ja. Die Runde, die ich hier gerade hatte, zeige ich euch mal nicht. Es gab natürlich wieder eine AFK im Team. Der Klassiker. Weshalb wir das mal lassen. Also klar, ist wie immer, es kann irgendwas dazwischen kommen, wegen AFK sein oder so, um Gottes Willen, will ich ja gar nicht sagen und so weiter. Aber wenn man weiß, dass es abbrechen könnte, dann spielt man kein Ranked. Nicht zu Ungut. Wenn man irgendwie weiß, mein PC bricht bei jedem zweiten Game ab oder so, dann spielt kein Ranked. Wirklich, das ist da, also egal. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aber es ist jetzt auch Latte, passiert nur mal, fertig aus, weiter geht's. Und ja, genau, also die ich die Runde nicht zeige. Ranked ist 10 versus 10, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt hatte. Und das bringt natürlich viele taktische, interessante Möglichkeiten. Beziehungsweise macht das Ganze ein bisschen push-anfälliger, sage ich mal. Beziehungsweise ja, ihr seht es gerade, ich werde die Runde wahrscheinlich kein Damage haben, außer da stehen echt ein paar Panzer, weil ich einfach nicht hinterherkomme. Und ja, allerdings ist es eigentlich eine schöne Karte für einen S-Conk. Es gibt sehr wenig Artis immer in den Runden. Ich glaube, es darf nicht mehr als eine geben pro Team, wenn ich mich nicht irre. Was macht die Grille da vorne? Und das ist natürlich sehr angenehm und begrüße ich sehr. Also wenn ihr von Artis wegbleiben wollt, dann spielt den Modus. Das kann ich euch schon mal ans Herz legen. Ich versuche jetzt schnell hochzuziehen, um wenigstens auch irgendwas an Schaden machen zu können. Da ist ein guter Kopf. Darauf ein Schuss, das wäre ganz geil. Nice. Sehr schön. Gut, der T200 ist, glaube ich, tot. Na, schade. Ich hätte auch zurückbleiben können als S-Conk tatsächlich und irgendwie die Base steffen oder so. Schade. Das war abzusehen, dass die T92 stirbt leider, weil. Oh, das war ein schöner Schuss aus der Fahrt gerade. Den Bush hatte noch erwischt. Kills sind wichtig für die XP. Ja, wie sind es überhaupt mit den Streifen aus? Also, im Gewinnerteam kriegen die letzten drei keinen Streifen. Die letzten drei kriegen keinen Streifen. Die besten vier? Ja, genau. Nee, die besten fünf. Die besten fünf kriegen einen Streifen. Also einen Ranked-Stern-Punkt, nennt das, wie ihr es wollt. Und die besten beiden aus dem Gewinnerteam kriegen zwei Streifen. Das wird nach XP ermittelt, wer der Beste ist, etc. Und ja, im Gegnerteam kriegt der Beste einen Streifen. Also ganz geil, hat was dazu gewonnen. Die drei dahinter verlieren keinen, also alles fein, halt plus minus null die Runde. Und alle anderen, die letzten, verlieren dann halt auch schon den Streifen. Okay, die 57. Geht, komm, ramm mich, ramm mich, ramm mich, ramm mich, ramm mich, ramm mich. Nein, ramm mich! Ich würde sagen, als ob ich da jetzt was kriege. Gut, das war abzusehen, dass da der Leo dürfte in unserer Base sein, tatsächlich. Schuss wollte ich haben. Nee, der Panzerkampfwagen, genau, der Panzerkampfwagen ist tatsächlich in der Base. Ich hatte das gedacht. Das sind zwei in der Base, das müssen wir cappen. Okay, 60 TP ist dran zum Decappen. Ja, das passt dann ja. Wenn der 60er dran ist zum Decappen und das auch hinkriegen sollte, dann haben wir die Runde safe gewonnen. Ja, gut, da hat das geschafft. Sehr schön. Runde ist durch.
Fett Leo. Oh, schöner Schuss von Kranwagen. Ja gut, okay, jetzt ist eh vorbei. Jetzt ist eh vorbei. Ja, sehr schön, nice. Runde Win. Jetzt nicht wirklich beeindruckend, aber ihr habt es gesehen, was ich meine mit dem Pushen. Und ja, auf in die nächste Runde. Ja, hier seht ihr das nochmal mit den Streifen. Also die besten beiden haben zwei bekommen. Ich habe einen bekommen. War jetzt natürlich nicht so die beste Runde, aber um Gottes Willen, ich bin ganz froh, dass ich überhaupt einen bekommen habe. Und hier im Gegnerteam, die drei haben keinen verloren, keinen bekommen. Und der Beste hat einen bekommen. Und ja, die haben allein verloren. Genau. Gut, ich würde mal sagen, das war's noch nicht. Weiter geht's. Ich bin mal überlegen. Fahre ich mal was sehr Schnelles. Komm, fahr mir ein bisschen Leo. Ja, El Haluf. Bin ja nicht der größte Fan von Wüsten Maps. Ich verstehe, warum man sie liebt, aber ich mag sie nicht so sehr. Und ja, auf eines habe ich noch gar nicht eingegangen, aufs Goldschießen. Mit dem Leo schießt du natürlich im Rank nur Gold. Es geht um die pure Leistung. Und ich meine, bei anderen Panzern, bei den Russen-Mates, da versteht man noch, wenn man auch die Standardmunition schießt, weil die haben halt AP oder beziehungsweise APCR und Heat als Prämunition. Und Heat bleibt ja sehr gerne in den Ketten hängen. Und aber hier beim Leopard, da schießt man eigentlich nur Gold. Ein bisschen AE habe ich. Gut, okay, ich habe sehr viel AE dabei, allerdings das Ding hat auch sehr viele Schüsse. Also, ja. Aber ihr versteht, was ich meine, glaube ich. Zählt halt die pure Leistung und Rank. Man will unbedingt den Streifen erhalten, zumindest. Und ja, ich fahre den sicheren Weg lieber hoch. Wenn der Ewa das portet, nicht, dass die da schon abaimen. Leider aimt der mich jetzt, glaube ich, gerade ab. Ich dürfte aufgegangen sein, aber keinen Schuss fressen. Nein, sehr schön. Ich dürfte schneller sein als die meisten Gegnerfahrzeuge. In Hoffnung, dass ich hier noch einen Schuss reinkriege. Also die T92, die Genosche hier keinen Schuss reinkriegt. Ein bisschen wehtun. Ich kann nicht vorfahren, Guys. Nice, schöner Start schon mal. 444 Damage. Hahaha. Nein. Ja, da hatte ich Angst, dass er mir einen Schuss drückt, weshalb ich da nochmal einen Tick zurückgefahren bin. Leute, bitte, ich bin Leopard. Ihr habt alle Panzerung. Aimt da. Ich kann nicht. Das wäre ganz wichtig, wenn der da tatsächlich rausfliegt. Wenn der SCB hier jetzt pushen will, würde ich das begrüßen. Oh, Traumschuss von ihm. Das war echt kein schlechter Schuss. Autsch, da hat die mir fast eine Klatsche gegeben. Das hat dann doch mehr wehgetan als gedacht. Okay, eigentlich müssen wir immer, wenn ich jetzt im CW oder so würde ich sagen, müssen hier pushen, weil zwei Tanks. Obwohl, ne, unser Grill ist auch noch hin. Moment. War ein bisschen dumm von mir da runter zu fahren. Wenn ich ehrlich bin. Oh, warte mal, ich könnte auf die versuchen zu wirken. Mit ein bisschen Hungereiere. Okay, die 4-4 zurück, das ist meine Chance. Boah, 512 gerollt! Boah, Alter! Boah, diese Leo-Kanone. Ich liebe diese neue Leo-Kanone, sie ist echt. Sie ist echt geil. Also, dass man so eine High Rolls machen kann, einfach 500 Roll mit einem Leopard. Mit dieser saupräzisen Kanone. Es ist toll. I love it. Nice, Jan ist zu 7-7 da abgedrängt. Verdrängt. 3-4 wird es wieder einen Controller geben. Ne? Doch. Komm, kleinen Controller Snipe. Worauf soll ich da schießen, die 4? Nice! Nächster schöner Schuss. Nächster wichtiger Schuss. Dass er schon mal Damage hat, der E4. Es wäre natürlich geil, wenn das 705. Das Problem ist halt, ich muss zurückfahren. Ich muss zurückfahren. Shit. Ich glaube, ich lasse mich hier droppen tatsächlich. Geht das noch? Ich weiß gar nicht mehr, ob das geht. Der kriegt gerade Stress, der TVP. Komm, hoch hier. Hoch. Okay, nee, ich muss gleich zurückfahren. Der TVP, wie viel jemand hat der noch? Nee, der ist halt voll einfach gut, okay, nevermind. Dann kriegen die Base ja doch gesaved. Sehr gut, die hat jetzt sogar überlebt, ist auch geil. Komm, gehen wir dem einen Schuss. Warum mache ich Auto-Aim? Nee, den Schuss hätte ich durchaus noch durchbringen können, ey, was mache ich? Ich werde die Klatsche vom E4 sehr, sehr ungern fressen. Na, warte mal, das können wir umgehen.
keine Gun Depression nach hinten haben, typisches Leo-Problem. Mach ich jetzt auch. So, wer will jetzt die E4-Klatsche? Wer will? Kranwagen? Kranwagen. Nice. Na? Er trackt mich nur! Oh Gott! Egal, na, noch sehen die mich nicht. Jungs, ihr könnt ihr auch einfach durch die Unterwanne schießen. Du musst jetzt nicht auf den Capola snipen. Zieh! Nein, warum mach ich denn Auto-Aim, ey? Zwei Schüsse jetzt schon durch Auto-Aim versaut, ey. Ach, schade. Mist. Diese zwei Schüsse haben mir durchaus meine Top 2 versaut. Egal, super Runde. 3000 Schaden mit dem Leopard im Nahkampf. Nehme ich. Ah, schade. Schade. Ja gut, der Kranwagen hat aber auch echt gut gearbeitet. Warum hat die VP so viel XP bekommen? Hat er 3 Kills halt. Wahrscheinlich auch Base Dev. Ja, naja. Haben wir noch eine Runde? Ja, kommt, eine Runde im Rank gibt's noch. Ha. Ja, gucken wir mal, wie diese letzte Runde wird. 430 U. Auf der Map, ja, doch. Wenn die, bitte fahren die Mates nach links. Wenn die Mates nach links fahren, ist das auf jeden Fall zu spielen. Rechts mag ich nicht so sehr. Mal schauen, die haben viele Mates. Also gut, beide Teams haben viele Mates. Die haben jetzt 2 Krans auf der Map, was auch sehr, sehr belastend ist. Wir haben nur einen und wir haben keine Halldown-Panzer auf den Kranwagen. Könnte schwierig werden, haben den STB, ja, wir allerdings auch. Allerdings auch ein Ulus. Knifflig. Ja, okay, mit dem Split kann ich leben. Boah, das Problem beim 430 U ist halt auch, dass die Schussgeschwindigkeit echt langsam ist. Die Schüsse fliegen so unglaublich lahm. Na, mal schauen, was wir draus machen. Was haben die in den Bert? Wir haben eine Fosch. Autoloader finde ich schwierig in dem Modus, weil vor allem so lang nachladende Autoloader, weil die halt dann 40 Sekunden lang bei 10 gegen 10 nicht mehr zu gebrauchen sind. Okay, hier kommt ja alles. Gut, ich werde mich wahrscheinlich. Ja, ich verziehe mich. Ich sterbe jetzt nicht fürs Team. Ja, der Bert ist ja auch noch. Ich sterbe hier jetzt garantiert nicht fürs Team. Ich werde durch die Mitte drücken. Weil sobald die Gegner das rallen, sind die hier tot. Möglicherweise brauchen sie gerade noch ein bisschen, um das zu rallen. Ja, komm. Ja, ich drücke jetzt einfach durch die Mitte. Ist mir egal. Mit dem Projector zusammen. Weil es ist ein ziemlicher Arschloch-Move, die da jetzt einfach sterben zu lassen, aber naja. Was soll ich machen? So. Das ist halt das Problem an dem 10 gegen 10 Modus, dass die. Also, es ist cool irgendwo, dass man halt direkt so gepusht wird oder gepusht werden kann, beziehungsweise, aber naja. Gibt halt auch den Nachteil, dass wenn das Team irgendwie sich nicht moven will, sind die dann halt die Angearschten. Und ja. Schade, dass der Badget-Schuss gerade nicht getroffen hat. Eskorn steht auch da oben. Die können knifflig werden zum Ausbuddeln tatsächlich. Ja, wir müssen aber rauf. Wir müssen einfach rauf. Anders geht's nicht. Außer der Eskorn stellt sich so unglaublich dämlich an. Der Bert dürfte eigentlich kein Schussfeld haben. Hoffe ich mal zumindest. Badger, wo willst du hin? Ich weiß nicht wirklich, dass du hier noch ein Magazin rausgedrückt bekommst, oder? Bitte hat der Bert kein Schussfeld auf mich. Noch hat er kein Schussfeld auf mich. So, tracken wir den S-Konk, dann kriegen wir nochmal ein bisschen XP. Durchs Tracken. Oder auch nicht, weil das repariert hat, leider. Ah, 2 Sekunden gehört er mir. Ja, oder auch nicht! Ich lowerwalle natürlich. Komm, 6 Schaden. Nein, keine 6 Schaden. Patton kommt ran. Ich hab Schiss, dass der Bert rankommt.
Könnten's. Nee, kriegen wir das leider nicht. Oder? Ich weiß es nicht. Ich hab auch noch Leben. Ich kann ja erstmal kurz im Cap stehen bleiben. Steht den Projektor ein bisschen. Ja, stimmt. Ich glaube auch, ja, dass der Decap, wenn schon von links kommt. Beziehungsweise vom Kran. Der, glaube ich, leider Schüsse hat. Ja, der hat auf jeden Fall Schüsse. Ja, schießt halt auch Heat. Hat kein Problem, durch die Wanne durchzukommen. Nee, gecapt kriegen wir das nicht. Ich würde jetzt unnötig sterben. Ich fahre jetzt an die Ridge ran. Ja, das wird leider los. Ich fahre hier jetzt an die Ridge ran. Ja. Das ist Kaliber. Schuss wäre wichtig gewesen, die 100. Kommt STB. Kriege ich den? Nein, kriege ich nicht. Da kommt der TVP auch schon angeschossen. Ja, ich finde, dass so ein Gesamtpush in diesem Ranked-Modus besser funktioniert. Also wenn das gesamte Team einfach zu 9 oder so halt über eine Seite pusht, dann klappt das einfach besser. Als wenn wir hier jetzt so ein Zug gesplittet haben. Einfach die bessere Idee, glaube ich. Nein, der Schuss hätte durchgehen müssen. Schuss gegen den Kran. Wo ging der Schuss hin? Bitte kostet mich das nicht mein Top Place. Mann, ärgert mich das. Wo ging denn dieser Schuss hin? Gegen den E50M. Verdammt, ey. Hätte ich 3000 Schaden gehabt. Schade. Oh, Gott bless. Oh, ich war doch noch besser im Team. Puh. Mit diesem denn doch sehr knappen Ergebnis am Ende. Ja gut, okay, wir hatten alle nicht so viel Damage. Ich hätte gedacht, irgendwie ein 277 oder so hat noch mehr Damage gehabt. Ja, mit dem dann doch diesem sehr knappen Ergebnis. Wie viel haben wir? 66,7, 8 Streifen nochmal erreichen in 15 Runden. Ah, nicht so geil. Hätte gern mehr. Aber es ist auch noch, habe auch noch 5 Runden. Aber egal. Mit diesem sehr, sehr knappen Ergebnis, wie gesagt, würde ich mal sagen, war es das für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass ihr Spaß hattet. Und ja, dass wir uns wiedersehen. Guckt euch das Video, da ist die wunderbare Playlist verlinkt, wo es wunderbare weitere BOT-Videos gibt. Abgesehen vom letzten, wo ich nicht so dolle gespielt habe, aber da wollte ich euch das Update zeigen. Egal. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, habt noch einen schönen Tag und bleibt gesund. Und ja, tschüssi.